Warum es wichtig sein kann, einige Dinge im Leben zu hinterfragen und was das mit einem Weltmeistertitel zu tun hat, darüber spreche ich heute mit meinem Interviewgast Dr. Marc Warnecke im Business Talk Podcast. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Erfolgsgeschichten Praxis. In diesem Podcast stellen wir Ihnen erfolgreiche Menschen vor, die ihren Weg in der Medizin in besonderer Weise gefunden haben und die uns Einblicke in ihre persönliche und berufliche Geschichte ermöglichen. So viel ist klar, nicht jeder wird zum Unternehmer geboren und bei den meisten steckt doch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Wenn Sie mehr zum Thema Business Talk erfahren wollen, dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.businesstalk.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info@businesstalk.online. Ja, unser heutiger Gast, ich habe zum ersten Mal einen wirklichen Weltmeister bei mir im Podcast. Ich freue mich ganz besonders. Marc Warnecke, herzlich willkommen. Hi, hallöchen. Bevor wir jetzt so in die Interviewfragen einsteigen, möchte ich Ihnen aber nochmal vorstellen, auch wenn sicherlich der Name schon Wände spricht und vielen wirklich bekannt ist. Marc Warnecke ist 1970 in Bochum geboren, hat in Bonn und Bochum Medizin studiert und ist Arzt seit 2003. Ist Ernährungsmediziner seit 2007 und war zwischen 1981 und 2007 als Leistungssportler aktiv. Und das, was jetzt kommt, da können wir uns wirklich alle anschnallen. Das muss ich echt in Ruhe vorlesen. Also, 21 deutsche Rekorde, 31 Mal deutscher Meister, 10 deutsche Meistertitel, 50 Meter Brust in Folge, also 10 Mal hintereinander, 50 Meter Brust in Folge deutscher Meister, ungeschlagen bis zum Rücktritt 2007, 4 Weltrekorde. Und er hat 4-mal den Weltrekord auf die Hundertstelsekunde eingestellt, 7 Europarekorde, 3-facher Weltmeister, 4-facher Olympiateilnehmer, Olympiamedaillengewinner 1996, glaube es war in Atlanta. Atlanta, genau. Und ist ältester Schwimmweltmeister aller Zeiten. Auch dazu möchte ich noch was sagen. Ich finde das eine ganz besondere Leistung. 95 Weltmeister über 50 Meter Brust mit 25 und dann 10 Jahre später. Genau. Ja, 10 Jahre später. 35 dann nochmal und das ist dann der älteste. 35 nochmal Weltmeister, 10 Jahre später, was das körperlich allein bedeutet, unglaublich, Wahnsinn. Also ich habe unter anderem auch Sport studiert, ich kann das ein bisschen beurteilen, aber natürlich, was da wirklich hintersteckt, da sprechen wir heute nochmal drüber. Marc Warnecke ist heute Arzt, er ist Ernährungsmediziner, aber er ist in erster Linie Unternehmer, hat ein großes Unternehmen, die Firma AM oder AM Sport, für das Thema Vitalstoffe, Nahrungsergänzung, da sprechen wir heute noch drüber. Seine Partner, das Unternehmen ist, glaube ich, weltweit tätig. Seine Partner sind unter anderem Borussia Dortmund, Alba Berlin, der Robinson Club, TuSEM Essen, die Triathlon-Bundesliga, 1. FC Kaiserslautern. Er hat Einzelathleten, die mit seiner Marke in Verbindung stehen. Das sind Olympiateilnehmer, Weltmeister, Bundesliga, Kaderathleten und so weiter. Er engagiert sich zudem auch noch für die Nevin Subotic Stiftung, also eine Stiftung, die sich mit dem Thema Hygiene und Wasserversorgung in glaube ich, ärmeren Ländern dieser Welt beschäftigt. Und ich habe sogar gesehen, du bist auch noch im Motorsport aktiv. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Ich habe gesehen, in der Procar-Serie im Motorsport. Also ich frage mich eigentlich, hat dein Tag 36 Stunden oder 24, wie bei jedem Normalen? Herzlich willkommen, Dr. Marc Warnecke. Ja, hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Wahnsinn. Wahnsinn. Nein, auch 24 Stunden. Ja, genau. Bevor wir in die Interviewfragen einsteigen, nochmal die Frage an dich, vielleicht nochmal mit deinen Worten. Wer ist Marc Warnecke? Was macht er beruflich und privat? Ja, ganz normal halt, ne? Wie sagte Jürgen Klopp so schön, I'm the normal one, ne? hört sich ein bisschen so an, aber irgendwie auch wieder nicht, ja. Ja, das ist eigentlich schwierig. Also man selbst sieht sich ja doch irgendwie doch relativ normal, selbst wenn das manchmal nicht ganz normal ist, was dann dabei rauskommt. Aber ja, im Endeffekt hat der Tag 24 Stunden. Ich versuche da möglichst immer alles reinzulegen. Das, was ich heute mache, ist im Endeffekt auch nicht immer passiert, weil ich das von Anfang an wollte. Also das, was ich wollte, ist eigentlich nur Arzt werden. Und angefangen mit dem Berufswunsch Unfallchirurgie, den ich auch am liebsten ganz weitermachen würde, auch immer ausüben würde, was aber dann der Zeitrahmen leider nicht hergibt. Und das andere, da bin ich dann auch zugekommen. Ne? Ich bin halt offen für Dinge, die ich sehe, die mich interessieren. Und somit entwickelt sich das. Ja, da würde ich gleich nochmal gerne ein bisschen speziell darauf eingehen, aber nochmal der Schritt zurück. Wir haben ja hier das Thema Arzt zum Unternehmer, beziehungsweise auch grundsätzlich das Thema Arzt. Wir möchten ja vielen Leuten Mut machen, dieses Thema, diesen Arztberuf aufzugreifen, auch zu sagen, ich beschäftige mich mit diesem Thema.
Inwieweit war das klar, dass du irgendwann in diesen Arztberuf gehst? War das schon immer klar für dich? War das so ein Jugendwunsch, ein Jugendtraum oder bekommst du aus einer Arztfamilie? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Eher aus einer Patientenfamilie. Das war wirklich so, ich habe, also mein Vater war EDV-Berater, also der hat so IT-Lösungen gemacht für Unternehmen und Programmierer, einer der ersten SAP-Programmierer in Deutschland gewesen, da ja, recht viel Gas gegeben und der wollte natürlich gerne, dass ich mit ihm dann was aufbaue. Das hatte ich dann auch versucht zu beginnen, habe dann Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann allerdings operiert worden an meinem Knie, weil ich einen Meniskusschaden hatte und habe dort im Bergmannsheil in Bochum den Dr. Neumann damals Oberarzt, hinterher war er dann Chef. Ist übrigens nicht verwandt und nicht verschwägert mit mir, also von daher nur kurz. Nein, leider mittlerweile auch verstorben, okay. Ziemlich traurig, mit 50. Ja, der hat mich dann operiert, hat mir das dann so alles erklärt, also arthroskopisch und hat mir dann alles erklärt und ich habe gesagt, boah, ich mache den falschen Beruf, genau das will ich eigentlich tun und bin dann übergegangen, also habe mich dann direkt nach dem Krankenhausaufenthalt dazu entschlossen, Medizin zu studieren, habe mich dann dort beworben, bin in Bonn genommen worden und ja, habe dann angefangen, Medizin zu studieren, eigentlich mit der Absicht, mit der Schwimmkarriere aufzuhören in dem Moment. Okay, und wie alt bist du da gewesen? Was war das für ein Zeitpunkt? Du hattest ja schon eine Ausbildung angefangen. Ja, die habe ich nicht lange gemacht. Das war, ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich überhaupt Abi gemacht? 90, kann ich leider nicht, weiß ich nicht mehr, aber irgendwie ein Jahr später oder sowas müsste sein direkt. Also ich habe ja auch ein paar Jahre im Studium verloren, weil ich dann ja doch noch bei den Olympischen Spielen teilgenommen habe und nicht derjenige war, der zum Professor gegangen ist und gesagt hat, ich nehme jetzt da teil, kann ich irgendwas irgendwie anders machen, sondern bin dann direkt, also habe direkt das halbe Jahr und das nächste teilweise dann auch noch verloren. Das ist natürlich auch schon wieder für mich, wenn ich das raushöre, irgendwie ein schönes Learning. Also zu sagen, ich möchte nicht eine besondere Stellung haben, weil ich irgendwas anders mache oder zusätzlich mache. Ich möchte es genauso durchziehen wie alle anderen auch. Hat dir denn der Sport in diesem Studium geholfen? Also diese Disziplin, die man ja wirklich insbesondere als Schwimmer an den Tag legen muss, also dieses typische Kacheln zählen, wenn man morgens... Das war konträr. Das beschreibt dann aber vielleicht auch meinen Charakter ein bisschen insgesamt. Ich habe einen Studienplatz in Bonn bekommen, habe in Essen studiert, in Essen trainiert und in Witten gewohnt. Das heißt, ich bin morgens zum Frühtraining, morgens ganz früh mit dem Auto durch den Berufsverkehr nach Essen gefahren. Das sind dann so knapp 40 Kilometer. Von da nach Bonn gefahren von Essen, habe dann studiert, bin wieder zurück, nochmal nach Essen gefahren, nochmal trainiert, dann nochmal nach Witten gefahren, nochmal trainiert, dann ins Bett gefahren. Habe das dann soweit es ging, als Fernstudium betrachtet, also die Pflichtveranstaltung teilgenommen, den Rest dann lieber zu Hause wegen der zeitlichen Komponente. Habe ganz spät erst gewechselt, dann nach Bochum. Ist alles, wie gesagt, recht kompliziert. Ich bin jetzt mittlerweile auch Gutachter im Gutachterausschuss der Sporthilfe. Wir haben uns neulich noch darüber unterhalten und dann ist auch aufgefallen, dass trotz meiner sehr langen Förderperiode das, was ich bekommen habe, das liegt jetzt aber nicht an der Sporthilfe, sondern eher an mir beziehungsweise an den Leuten, die mich beraten haben und betreut haben im Sport, aber das ist ein anderes Thema, habe ich eine Mikrosumme bekommen. Ne? Und ich habe halt nie, und das beschreibt mich irgendwo, ich bin nicht jemand, der sagt, ah, ich kriege nicht oder hilft mir, sondern ich mache dann immer lieber selbst. Und das dauert dann manchmal länger und ist komplizierter, aber ich kann... ich lebe ungern mit Abhängigkeiten, sag ich mal, die ja dann auch im Sport, auch in der Uni, dann relativ schnell passieren. Und ich wollte diese Sonderrolle der Schwimmer oder so nicht haben, die hatte ich ja eh. Also man kannte mich dann ja eh und ist ja auffällig, wenn jemand dann zur Klausur, also vorher dann da ist zur Klausur, nicht kommt, dann zur Abschlussklausur und dann im Fernsehen ist und dann ein halbes Jahr später erst wieder kommt. Und also für mich war diese eigentlich die Doppelbelastung eher belastend im wahrsten Sinne, aber ich persönlich würde es auch nicht anders machen. Also ich würde es genau so tun und dann lieber etwas länger studieren, bevor ich einmal fragen müsste, kann ich es anders machen. Ja, aber vielleicht nochmal, vielleicht habe ich es gerade nicht richtig gesagt, ist der diese Disziplin, die der Sport gegeben hat, ist das ein Ansporn gewesen, zusätzlich noch, also zu dem Thema Medizin, weil diese Dinge parallel, ich meine, du hast 2003 bist Arzt geworden, 2007 hast du die Karriere beendet, das ist ja eine unglaublich lange Zeit parallel und wer die medizinische Ausbildung kennt, also Studium, Facharztausbildung, Krankenhaus und so weiter, alles, was dann kommt, bis man mal fachärztlich ausgebildet ist, das ist ja allein schon ein Riesenweg. Ja?
Aber ich glaube, vielleicht funktioniere ich da ein bisschen schizophren. Also ich kenne viele, viele Sportler, oder die meisten Sportler, die ich kenne, sind da wesentlich strukturiert tatsächlich. Die sind da auch wesentlich geplanter. Ich bin ich schließe gerne Sachen ab, mache die dann auch gerne fertig, aber mache es irgendwie mit meinem Weg. Also dieser Weg hat, ich überlege jetzt gerade, wie ich das ausdrücke soll, weil es meine Kinder vielleicht auch sehen. tatsächlich, auch wenn das sieht dahinter immer alles gut aus, aber es hat nicht unbedingt den Vorbildcharakter. Ich würde eigentlich das ein bisschen anders machen wollen, oder hätte es ein bisschen anders gemacht, aber ich als Mensch schaffe es nicht, weil ich kann mich auch nur auf eine Sache fokussieren. Das sieht dahinter so viel aus. Ich habe ganz verrückte Sachen gemacht. Also ich meine, ich bin ja noch Carrera Cup gefahren, aktiv nebenbei. Also was heißt nebenbei? Also professionell, voll. Tatsächlich, okay. Profis auch. Das heißt, ich hatte eine volle Carrera Cup Saison oder mehrere. Bin geschwommen und habe studiert. Und das Highlight war, ich habe in Braunschweig deutsche Meisterschaften gehabt im Schwimmen. Bin dann morgens Vorlauf geschwommen, bin dann nach Oschersleben gefahren, direkt nach dem Vorlauf. Also gar nicht ausgeschwommen, weil ich keine Zeit hatte. Dann zum Qualifying vom Carrera Cup. Nachmittags dann mit Totalschaden bin ich da rausgeflogen, bin dann mit komplett einmal neben mir stehen quasi dann den Endlauf geschwommen. Ich glaube, ich habe da sogar noch gewonnen und das habe ich dann am Wochenende beides gemacht. Ja. Das würde ich heute so nicht mehr wollen können, nicht mehr schaffen, aber ich mache es dann einfach und ziehe dann durch. Und beim Schwimmen hatte ich immer meinen Plan und der war halt mit Ende des Studiums noch nicht zu Ende, weil ich gemerkt habe, da geht noch was. Und wenn es nicht klappt, dann, ich kenne auch viele Sportler, da klappt es nicht. Die haben auch ihren Plan und sagen, da geht noch was und dann passt es nicht. Und dann sieht das nicht so gut aus, ne? Sagen wir mal so. Und Studium war für mich klar, das ist mein Traumberuf. Also Arzt ist immer mein Traumberuf gewesen, als ich mich dann dafür entschieden hatte, genauso wie für den Schwimmsport meinetwegen. Und dann war auch klar, das schließe ich auch ab. Aber ich brauche halt meine Zeit, weil ich passe also leider etwas schlecht ins System. Also das ist einfach so. Und dann waren die 24 Stunden doch immer zu kurz. Aber im Endeffekt habe ich es dann gemacht und es sieht dann hinterher auf dem Papier alles so locker aus. Aber das ist es nicht. Ah. Also ist dann und ist von meiner Persönlichkeitsstruktur definitiv anders als der strukturierte Sportler, der wie man sich das vorstellt, der morgens um 5 aufsteht, zum Training geht, dann seine Uni macht, dann danach seine Lernzeit, dann wieder trainieren, dann schlafen geht. Also so bin ich ja auch nicht, weil ich ja viel emotionaler agiere als Sportler und als Mensch und ich habe auch auf wenig verzichtet. Ja, ich bin auch in meiner Freizeit dann als Schwimmer und selbst mit dem Motorrad gefahren und all das, was andere auch nicht gemacht haben. Da bin ich nicht lebensmüde oder sonst was, aber ich habe schon gelebt auch gleichzeitig. Und ist dann schwierig zu beschreiben. Ja. Aber was ich raus, ja, ist, nein, ganz im Gegenteil, ich finde das super, weil was dabei rauskommt, ist, dass dieses Überplanen, nenne ich es mal, also das immer nochmal neu überlegen und wieder planen und nochmal vorsichtig sein und wieder nochmal lieber überlegen, kann ich das machen und ich möchte perfekt sein, das ist ja in dem Moment nicht der Fall. Du hast einfach gemacht in vielen Dingen. Und das ist ja, aber ich möchte perfekt sein. Also ich habe gemacht, aber möchte perfekt sein. Genau, aber mache ich lieber mitmachen. Das stimmt. Genau, aber dieses eben Machen und daraus die Perfektion entwickeln, ist etwas anderes als erst perfekt sein wollen und dann nicht ins Tun zu kommen. Das ist ja bei vielen tatsächlich das Problem, dass man sich überplant und nicht mehr ins Tun kommt, weil man dann sagt, ach nee, das ist immer noch nicht so weit. Und das entdecke ich bei dir überhaupt nicht. Also immer machen und dann aus dem Tun heraus eine Perfektion entwickeln oder einen hohen Anspruch an sich selbst zu haben. Das ist, und das zieht sich ja weiter in deinem Leben auch, so wie es aussieht. Kalkuliertes Scheitern muss man kalkulieren. Habe ich akustisch nicht verstanden. Kalkuliertes Scheitern. Ja. Also man kann ja ruhig scheitern, man muss das nur vorher kalkulieren. Das heißt also, du musst nur schauen, ob du, wenn du den und den Schritt gehst, wenn du scheiterst, das überlebst. Also nicht jetzt nur nicht physisch, sondern auch mit anderen Dingen, ne? Ob das jetzt funktioniert oder nicht. Und gibt ja den schönen Spruch, don't be afraid to fail. Und da ist halt ein bisschen was dran. Und man darf auch gleichzeitig dann, wenn man sich diesen Spruch zu Herzen nimmt, nicht all in gehen. Das heißt also, man muss schon gucken, wo die Grenzen sind. Mein Vater hat mir mal ein schönes Kompliment gemacht vor seinem Tod noch. Der hat gesagt,
weil ich ja wirklich viele verrückte Sachen mache. Das ist ja nur ein Teilauszug von allem. Erzähl noch, wir hängen noch 10 Minuten dran, kein Problem. Ach ja, ach was weiß ich, dann habe ich eine Leidenschaft fürs Fliegen entdeckt, dann fliege ich noch nebenher. Ich fahre bis heute, wie gesagt, Motorrad. Wir fahren einmal im Jahr in die Vogesen, dann sind das 4 Tage Fahrt, einen Satz Reifen und mehr will ich dazu gar nicht sagen. Und ja, also Dinge, aber wie gesagt, ich bin und auch mit der Firma, das ist ja auch am Anfang auch sehr viel Risiko gewesen und mein Comeback 2005, was überhaupt dazu führt, dass ich jetzt ja im anderen Bereich tätig bin, das war volles Risiko. Ne? Also das, ich hatte ja kein Gehalt mehr, ich bin dann als Arzt ausgeschieden, können wir gleich vielleicht noch ein bisschen gleich drauf eingehen nochmal, wie das war, aber da musste ich auch überlegen, was mache ich und das ist dann schon ja, so ein bisschen Risiko dabei, wenn man es von außen sieht. In dem Moment wollen die wenigsten tauschen, sage ich mal. Sagen sie, nee, das mache ich nicht, wenn du das kannst. Wenn es hinterher funktioniert, wollten es alle machen. Aber mein Vater sagte dann mal zu mir, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so durchgeknallt ist wie du und gleichzeitig so konservativ. Und das stimmt. Also ich habe tatsächlich, wenn man mich so beobachtet, man konnte mir auch früher im Sport alles zutrauen. Ich hätte sagen können, was ich wollte. Die hätten alle gesagt, oh echt, willst du das jetzt wirklich tun? Und selbst wenn das komplett erlogen war, man hat mir das halt komplett zugetraut, egal was. Und aber ich hatte immer ein Bein, und das haben die wenigsten gesehen, immer ein Bein ganz fest am Boden. Und das rückt auch nicht weg. Das heißt also, ich kann zu 99% komplett rumschwirren, 1% ist ganz fest geerdet, dann kriegst du auch nicht raus. Und das, will ich sagen, rettet mich dann immer, sondern das ist im Endeffekt sogar vielleicht so ein bisschen das Konzept. Mhm. Das heißt, es ist immer irgendwie eine Stimme da, die sagt, Marc, lass das eine Bein am Boden? Ja, ist ein Gefühl. Okay. Da bin ich eher emotional. Also das ist ein Gefühl, was mich immer auf einer Seite safe hält. Hat das mit deinen Eltern zu tun, mit der Kinderstube, genau mit dem, was du gerade gesagt hast? Die haben dir alles zugetraut, aber dir immer auch den Rückhalt gegeben? Ja, also gut, wenn man das jetzt, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, jetzt, woher das kommt, soweit habe ich nicht drüber nachgedacht, ja. Aber das bin halt ich als Typ. Ne? Also ja. Ich bin da sehr, also manche sagen auch, ich wäre sehr werteverliebt oder sowas. Ja, es gibt dann also Dinge, Grenzen, die überschreite ich auch nicht. Da lege ich auch sehr viel Wert drauf, dass das funktioniert, also Respekt und all so Themen und das lebe ich einfach. Ne? Und da bin ich auch ganz gerade und ich weiß nicht, wo das her. Ich denke natürlich, ein Stück weit natürlich Erziehung, aber ich meine mal in der Kombination auch typbedingt, ne? Weil ich glaube, du kannst auch Zielstrebigkeit im Sport oder sowas nicht unbedingt erziehen. Ne? Also das ist ja aus einem selbst kommen. Das gibt auf ja genügend Beispiele, wo die Eltern die Kinder dann versuchen, zur Höchstleistung zu bewegen. Im Endeffekt, wenn sie Kinder nicht fühlen und nicht wollen oder nicht können, dann funktioniert es einfach nicht. Und ist ja auch okay so. Ne? Aber das war ja bei mir immer so. Wenn ich alte Schwimmkameraden treffe. Das Witzige ist, ich kenne aus vielen Gruppen die ganzen Leute gar nicht, hat mich gar nicht interessiert. Ich war so fokussiert auf mich, dass ich gar nicht mehr weiß, in welchem Verein wer quasi war. Und dann treffe ich Leute, sagen, ja, wir sind doch zusammen geschwommen, dann überlege ich, dann dämmert so ein bisschen, den Namen kriege ich schon gar nicht mehr zusammen und dann kommt, also jedes Mal, wenn das passiert, oh, du warst früher so konzentriert und das habe ich gar nicht so gesehen. Mhm. Ich habe nur von der ich wäre bescheuert, also verrückt, also weil ich halt alles, wie gesagt, also, immer alles Mögliche drumherum gemacht habe, aber ich habe halt auch immer meine Welt getrennt, also das Private mit dem Sport immer getrennt. Der Sport war mein persönliches Dingen, da habe ich auch keinen quasi reingelassen, auch meine erste Freundin war da nicht involviert und ja, das Drumherum, der Mensch, Marc hat sich halt für andere Sachen interessiert. Der Sport war meine Profession von Anfang an. Warum das so war, weiß ich nicht. Seit ich 7 bin, wusste ich, ich kann Weltmeister werden. Keine Ahnung. Das ist drin gewesen. Und die waren ja alle schneller am Anfang noch als ich. War viele. Also ich war immer so uns im Kreis so Dritter oder sowas. Da waren immer so 2 ganz Ambitionierte, die auch gut gedrillt waren von den Eltern. Und ich war immer ruhig und habe gesagt, okay, ich werde die irgendwann kriegen. Und so fing das schon ganz, ganz früh bei mir an. Keine Ahnung, wo. Also selbst wenn du viel machst, höre ich raus, die Fokussierung auf das, was du machst, ist immer 100%. Es gibt da, also wenn du dich für eine Sache entschieden hast, und da, wir kommen ja jetzt gleich noch auf das Thema Arzt und auf das Thema Unternehmen, aber wenn du dich für was entschieden hast und als 7-Jähriger, das zumindest das Gefühl zu haben, ja, ich werde Weltmeister, ich werde besser sein, da kommt noch mehr, das hast du vorhin auch gesagt,
dann immer 100%, richtig? Ja, im Endeffekt ja, auch wenn es nicht so aussieht und auch wenn mal Phasen dabei sind, wo es nicht so ist, aber es ist halt ganz tief im Kopf. Mhm. Und das habe ich im Sport so gehabt, das habe ich in der Firma genauso. Wir haben auch jetzt in der Firma mal Phasen, wo du es einfach laufen lässt, ne? Wo du so eine Helmut-Kohl-Taktik fährst, einfach mal abwarten, ne? Was passiert und ja. Halt aussitzen. Und dann öffnen sich auch schon wieder Türen, wenn du halt offen bist und ja, manchmal muss man einfach weitermachen, ne? Und warten, wie sich das entwickelt. Und aus diesen Entwicklungen, egal was es ist, ist es jetzt körperlich, weil du Sport treibst, oder ist es jetzt in der Firma, weil Dinge einfach, Prozesse einfach länger Zeit brauchen, nicht nur, dass sie passieren, sondern auch, dass du sie selbst vielleicht begreifst, da muss man einfach warten, bis sich wieder Türen öffnen. Du musst dann nur die Türen aufsehen, ne? Mhm. Wo nimmst du dir denn, oder nimmst du die Ruhephasen aktive, wo du sagst, da mache ich mal gar nichts? Also die Erholung ist ja genauso wichtig. Also meine Frau kommt aus der Leichtathletik, die sagt immer, in der Pause wächst der Muskel. Ja, ja, ich versuch's. Also das ist schwierig. Typbedingt schwierig? Das ist, ich weiß auch nicht, da hänge ich so in meiner Gedankenwolke fest. Also ich glaube, ich schalte ehrlich gesagt sehr selten ab. Also ich kann es nicht aktiv. Also ich hatte auch in den ersten 6, 7, 8 Jahren in der Firma keinen Urlaub, nicht einen Tag. Und was jetzt aber auch, ich empfinde das auch nicht als schlimm unbedingt. Also okay, das, ja. Und jetzt, wenn wir in Urlaub fahren, dann teilen wir es teilweise auch auf. Wenn wir meinetwegen irgendwo hinfahren, wo wir mit dem Auto hinkommen, meinetwegen, wenn, keine Ahnung, wenn man irgendwie auf eine Nordseeinsel fährt oder sowas, dann fahren wir schon mit 2 Autos. Mhm. Aber ist es dann tatsächlich so, wenn man, also man merkt dir das ja total an, also dieser Wille und auch dieses hundertprozentige, dann ist die Erholung, wäre wahrscheinlich, oder ist wahrscheinlich genau, wenn etwas funktioniert oder wenn du siehst, ein Prozess, den du angestoßen hast, der kommt in einen Flow, das läuft. Urlaub ist ja letztendlich nicht notwendig, wenn man ihn nicht braucht, wenn du das, was du empfindest, auch gar nicht als Arbeit empfindest, ne? Und wenn es einfach, wenn du einfach sagst, das ist mein Ding, und dann ist die Erholung vielleicht auch tagsüber in der Firma oder als Arzt oder als Sportler da. Ja, ist was dran. Also ich ist was dran. Ich mache ja das, was ich mache, dann gerne, und so mache ich das, was ich jetzt mache, ja auch prinzipiell gerne. Ich versuche mir halt, das ist das einzig Gute als Unternehmer, also als Arzt mit Praxis hast du halt Termingeschäft, da bist du ja schon wieder ein bisschen gezwungener. Das heißt also, du kannst ja nicht alle persönlichen Befindlichkeiten dort irgendwie verstecken. Als Unternehmer geht es ein bisschen besser, muss man sagen. Ich bin ja ein Nachtmensch und ich kann mir zum Beispiel die Belastung insofern nehmen, dass ich zum Beispiel nicht um 7 Uhr oder 8 Uhr im Büro sitze. Mhm. Also dass ich, wenn er mich in Ruhe wach werden lässt, dann ist die Arbeitsleistung gleich doppelt so hoch. Ich habe auch als Schwimmer hinterher kein Frühtraining mehr gemacht, weil es mir mehr geschadet als genutzt hat. Ich habe lieber einmal dann richtig trainiert, als zweimal halb. Ja. Und genau diese Philosophie nehme ich auch quasi so mit. Und vielleicht trägt das auch dann ein gutes Stück dazu, ich denke, trägt ein gutes Stück dazu bei, dass es mir halt dann gut geht. Ich gehe halt morgens in die Firma, wenn es mir dann gut geht. Also ich meine, das hört sich jetzt doof an, also kannst du ja meinen, der kommt, wann er will. Das stimmt auch nicht, aber ich bin nicht um 7 Uhr hier. Ne? Ja. Weil das ist eine Sache, die schadet mir. Ne? Mhm. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast den Beruf Arzt erlernt, beziehungsweise hast studiert, weil du Mediziner werden wolltest, weil du gesagt hast, das ist mein Ding. Jetzt bist du aber nicht mehr als Arzt tätig. Du hast in der Praxis, glaube ich, in Witten mit einem Partner zusammengearbeitet, beziehungsweise eine eigene Praxis. Du hast jetzt aber gerade auch gesagt, dass dieses 100%, also ich muss dann 100% Arzt sein. Ging das irgendwann nicht mehr? Konntest du als Arzt nicht mehr 100% in der Praxis sein, weil es andere Dinge gab, die du erfüllen wolltest? Warum bist du nicht mehr als Arzt tätig heute? Ja, das ist ganz einfach. Das war eigentlich eine Entwicklung, klar, aber es ist eine ganz einfache Geschichte. Also der Beruf selbst macht mir unheimlich viel Spaß, ist nach wie vor mein Traumberuf. Also das muss man ganz klar sagen. Ein lachendes, ein weinendes Auge, wenn man sich entscheiden muss für irgendwas. Am liebsten macht man natürlich alles. Ne? Mhm. Gerade wenn man so ist wie ich, dann macht man alles parallel. Aber das funktioniert halt ab einem gewissen Punkt nicht. Wir haben hier in Witten eine Gemeinschaftspraxis gemacht, Orthopädie, Unfallchirurgie, Ernährungsmedizin, mit dem Kollegen Dr. Heinze zusammen. Und dann hatten wir die Praxis halt eröffnet, haben das zusammen betrieben und die Firma wuchs aber immer weiter. Und wir sind in einer Jugendstillvilla, hier unten ist die Praxis, in der Mitte ist jetzt die Firma, wo ich sitze, also der Jörn ist unter mir. Okay.
betreut da gerade die Patienten. Ich bin jetzt eher eine Etage höher bei uns im Besprechungsraum in der Firma und eine drüber ist die Physiotherapie bei uns. Und gut, dann sitze ich hier irgendwann, habe wichtige Telefonkonferenz und habe mir die zwischen die Termine gelegt. Muss ja dann zwischen die Patienten gelegt, bin dann hier oben hoch, habe dann telefoniert und dann kommt unsere Praxishilfe hoch und sagt dann auf einmal, Marc, du musst jetzt runterkommen, dein Patient ist da, er wartet schon eine halbe Stunde. Da habe ich mir gedacht, boah, scheiß Patient. So, ne? Also nicht persönlich, sondern den Stress, weil ich da nicht klar kam, weil ich dann absolut drüber war. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, wenn du sowas sagst, dann bist du aber jetzt komplett verkehrt. Ich habe dann überlegt, ich muss mir halt entscheiden. Und das war den dann, da bin ich dann auch relativ schnell. Also wenn ich sowas dann bemerke bei mir, dass irgendwas schief läuft, da habe ich mir dann schnell entschieden, habe gesagt, okay, was machst du? Muss jetzt entscheiden, jetzt geht nur noch eine Sache. Und da bin ich dann auch konsequent und gerade. Und dann war es auch nicht einfach, aber eine Entscheidung, die ich getroffen habe, einfach auch mit der Argumentation, dass ich gesagt habe, wenn man aus seinem Hobby, weil ich habe ja früher schon immer so Nahrungsergänzungen mir selbst gemischt, ganz einfach aus dem Grund, weil auch viele Sachen verseucht waren und ich keinem getraut habe. Und wenn du als Arzt mit meiner Statur irgendwo positiv getestet wirst, weil du irgendein Nahrungsergänzungsmittel genommen hast, dann bist du halt arbeitslos. Und das wollte ich nicht, also selbst gemacht. Also auch so ein typisches Ding wieder. Und habe mich dann seit, ich glaube, 94 sehr, sehr intensiv darum bemüht und meine eigenen Sachen mir gemischt. Und das wurde ja 2005 nach meinem Comeback, als ich nochmal ältester Schwimmweltmeister wurde, dann so publik durch die Presse. Und daraus ist das ja entstanden. Und wenn du dann quasi beim Glas Wein dir den Namen für die Firma überlegst, das AM-Sport steht ja nicht für Mark oder Amino oder sonst was, das steht ja einfach dafür, ich wollte eigentlich MW nennen, also Marc Warnecke und dann irgendwas und dann MW Sport. Und mein erster Kunde war aber ein amerikanischer Schwimmkollege von mir. Und dann kam ich auf MW, heißt das in Englisch, MW, und das war mir zu schwer. Also blieb ich bei, ne, dritte Glas Schluck Wein, nicht Glas, Schluck Wein, blieb ich dann beim MMAM am Sport hängen. Das war dann meine Namensfindung. Mein Freund angerufen, Grafikdesigner, gesagt, mach mal ein Design dafür. Und dann, so ist dann die Firma entstanden. Und wenn das dann tatsächlich zur Marke wird, ich meine, wir machen mittlerweile alle Fußball-Bundesligisten, betreuen wir, die meisten Olympiamedaillen werden mit unseren Produkten gemacht in Deutschland. Da ist natürlich eine Marke, die ja auch schon eine Marke ist irgendwo. Und da habe ich gedacht, der liebe Gott gibt so viele Chancen für so Sachen auch nicht, ne? Wo du deine Idee und dein Hobby quasi tatsächlich zum Beruf machen kannst. Und da fiel dann die Entscheidung fürs Unternehmen. Das war auch der Grund dafür, dass ich dann dem nachtrauern würde, obwohl das andere mein Traumberuf ist. Also der Arzt ist mein Traumberuf, aber ich würde dieser Sache nachtrauern, weil ich sie nicht durchgegangen wäre. Ne? Also weil ich dann dort ausgewichen wäre und es nicht getan hätte, ne? Oder probiert. Ich hab gerade so viele Fragen im Kopf. Ich versuche mal zwischendurch was aufzuschreiben, weil kommen so viele Sachen. Ich habe mir aus deinem Blog einen Satz rausgesucht, den ich sehr bemerkenswert fand. Der heißt, im Rahmen meines Comeback-Programms hinterfragte ich unter anderem meine Ernährungsmethoden und kam zu dem Ergebnis, dass ich hier grundlegend etwas ändern müsste. War ja auch mein Einstieg, also etwas zu hinterfragen, um es dann zu ändern. Und du hast eine Antwort schon gegeben auf eine Frage, die ich eigentlich stellen würde, warum du selbst Produkte entwickelt hast. Also es gab ja viele Sachen, die schon am Markt da sind. Ja. Also zu sagen, ich fange nochmal ganz von vorne an, also spring nicht irgendwo auf und nehme jetzt ein Produkt, was vielleicht andere schon nehmen, sondern ich entwickle nochmal etwas Neues. Also ich hinterfrage auch das wieder, um was Neues zu entwickeln. Du hast jetzt gerade gesagt, Vertrauen ist im Leistungssport dann auch irgendwann schwer. Und gerade die Kombination Arzt, Leistungssportler, wenn du da etwas, ich sag's jetzt mal, untergejubelt bekommst, weil du dich nicht selber kümmerst, dann ist man hinterher der Doofe und steht da und hat weder Arzt noch die Sportkarriere beendet. Ne? War das ein Grund dafür, dass du sagst, ich fange wirklich von vorne nochmal an, ich hinterfrage das und dann eben auch hinterfrage nochmal meinen Arztberuf mal und gründe eine neue Firma, ne? Eigentlich war der Ursprungsgrund für das, dass ich selbst mache, war der, ich hatte mich anfangs dann dazu entschlossen, nichts zu ergänzen, keine Nahrungsergänzung zu nehmen, weil das mir zu gefährlich war und ich das nicht durchschaut habe und mir der Qualität nicht sicher war. Und früher, also ich bin ja schon ein Kind der 80er Jahre quasi als Sportler, da waren die Dinge halt verseucht. Das war so. Und das einzig Schlimme ist, es kam immer mehr raus, dass du, das ist auch wirklich leider
für uns jetzt zum Glück, aber im Endeffekt ist es so, wenn du nicht substituierst, kommst du eh nicht durch im Sport. Also das ist also nicht in den hohen, es gibt da zwar andere Ansichten, aber ich meine, wir betreuen sie alle und das ist anders. Ne? Und also du meinst, die Nahrungsergänzung nehmen, mit Aminosäuren substituieren oder... Genau, und das bringt halt schon, wenn du es richtig machst, ist es ja nicht unbedingt viel, ne? Sondern ja. im richtigen Maßen. Es fängt ja meinetwegen beim Vitamin D an im Winter, ne? Wenn du nur in der Halle trainierst oder sowas. Ne? Das sind ja schon Nahrungsergänzungen. Ja, genau. Aber ich sag mal, verschiedene Zuckermischungen, um mehr Leistung auch im Training zu bringen. Das ist auch... Also, und wenn du das aber global siehst und das vernünftig machst, kommst du definitiv auf eine andere Ebene. Aber das war auch nicht der ausschlaggebende Grund. Der ausschlaggebende Grund war, im Rahmen meines Studiums hatte ich in der Unfallchirurgie in Bochum ein Praktikum und da kam ein Oberarzt zu mir und sagte, hör mal, du bist ja der Schwimmer. Sag ich, ja, bin ich. Ich dachte, du bist doch Katabol. Ich so, ja genau, Katabol ist mein zweiter Name. Das ist ja so, du bist ja immer tot. Ne? Du trainierst dann ja volles Rohr, studierst und du bist ja tot. Ne? Jetzt sind wir zwar im Medizinerbereich hier unterwegs, aber vielleicht kannst du für die Nichtmediziner, die sich das später anhören, nochmal das Thema Katabol kurz erklären. Ja, Anabol ist ja nichts Schlimmes, sondern das beschreibt ja nur den Prozess des Wachstums und Katabol ist halt abbauende Prozesse im Körper und Training. Wie du ja auch gerade sagtest, das Training passiert ja in der Ruhe. Also im Endeffekt, der Erfolg des Trainings passiert in der Ruhe. Also Training selbst, das schöne Gefühl, wenn man schwitzt und sagt, boah, ich habe was getan, ist für den Körper eigentlich ein schlechtes, also was Schlechtes, weil da hat man dem Körper gerade einen Schaden zugefügt, den man nach Möglichkeit versucht zu definieren. Und in der Regeneration, über Nacht meinetwegen, passiert es dann, dass der Körper sich an diesen Reiz des Trainings und an diesen kleinen Schaden dann adaptiert und dadurch passieren anabole aufbauende Prozesse und durch diese Regeneration kriegt man überhaupt die Leistungssteigerung. Ja. So, das heißt also, bin ich ständig Katabol gewesen. Das heißt also, Katabol kann man ja werden, wenn man hungert, wenn man zu hart trainiert, wenn man nicht schläft und so weiter. Also das dort wurden mir dann Studien präsentiert mit Aminosäuren und das hat bei mir dann Klick gemacht und als ich das dann im wahrsten Sinne des Wortes inhaliert hatte und wenn man mich dann so kennt, wenn ich dann sage, das interessiert mich, dann wurde das ein sehr tiefgreifendes Hobby von mir, in der Medline, also in Studien rumzuwühlen und über Aminosäuren zu lesen. Und daraus ist dann quasi entstanden. Und erst dann habe ich mit immer mehr Wissen, auch über Studien, was Aminosäuren so alles für Potenzial haben, habe ich dann angefangen, mir selbst die Sachen so, wie ich sie haben wollte und nicht wie sie normal benutzt wurden. Was kannten wir früher als Aminosäuren? Ja, irgendwelche Proteine allgemein und vielleicht dann BCAAs, dann war Schluss. Aber andere uninteressante Aminosäuren, da war gar kein Augenmerk drauf. Und da habe ich halt für mich eine ganz eigene Theorie entwickelt, habe mir gesagt, okay, diese kann der Körper zwar selbst bilden, aber wenn das aus Studienlage rausinterpretiert, wenn das zu langsam macht, ist das vielleicht mein Bottleneck in der Leistung. Ja, diese Aminosäure, die uninteressant ist, wie Glycin zum Beispiel, die eigentlich uninteressant war für Sportler, sonst was hat keiner ein Augenmerk drauf gelegt. Und somit habe ich mich mehr um diese Themen bemüht und dann halt mein eigenes Konzept quasi entwickelt, was gut funktioniert und wo es mittlerweile auch sehr, sehr viele Studien zu gibt. Auch ganz spannend. Also du hast einen richtigen Prozess angestoßen, ne? Also du hast einen richtigen Prozess angestoßen und wurde dann gesagt, und der Erfolg, also das, was dann 2005 entstanden ist mit dem Weltmeistertitel, den dir wahrscheinlich auch keiner zugetraut hat. Ist alles raus entstanden. Ich habe 1994 habe ich damit angefangen. Ich war zwar deutscher Meister und sowas bis dahin. 1994 habe ich damit angefangen. Das war nach einer langen Schwimmpause, weil ich eine Klavikularfraktur hatte mit so einer Volta-Platte drin und mich nicht bewegen konnte. Hatte 10 Monate Schwimmpause und mein kam weg. Und in dieser Phase der Verletzung habe ich angefangen, über Aminosäuren zu lesen und auch zu substituieren für mich. Ja. Bin dann in meinem Comeback erste Mal Weltrekord geschwommen, 95 Weltmeister geworden, erste Mal 95, 96, dann Olympiadritter. Da ging erst meine internationale Karriere los. Also genau ab dem Punkt, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Okay. Und das Thema Ernährung allgemein, also das war nur das Thema Substitution mit Aminosäuren, das Thema allgemein Ernährung, das habe ich erst 2004 entdeckt, Ende 2004, als ich mit gefühlten 230 Kilo aus der Unfallchirurgie quasi in die Weihnachtspause ging und mir gesagt hat, so kann es nicht sein, ich komme keine Treppe mehr hoch. Da hatte ich ja eigentlich aufgehört mit dem Sport. Und in meinem Comeback und wo ich dann dachte, ich wollte kein Comeback, ich habe aufgehört zu schwimmen, habe eigentlich nur dann gesagt, ich muss das für meinen Körper tun, ich muss Diät machen und habe dann die Aminosäuren dazu benutzt als Diätunterstützer quasi, also antikataboles Mittel, wenn man so will.
Hab dann aber festgestellt, ich kann nicht laufen, habe ich auch keinen Bock drauf und im Winter Radfahren macht auch keinen Spaß, da gehst du immer schwimmen. Aber ich wurde mit jedem Kilo, was ich verlor, so schnell, dass ich dann quasi mein Comeback gemacht habe. Und da kam dann der Spruch her, dass ich gesagt habe, hätte ich mal über Ernährung früher nachgedacht, weil das eine war Substitution, da war ich recht fit. Ja. Aber ich habe das Thema Ernährung allgemein komplett vernachlässigt. Ich hatte so Sprüche dann drauf, wie lieber dick und schnell als langsam und dünn. Was hilft mir? Neben mir, guck mich an, ich hab einen kleinen Waschbärbauch. Ja? Die neben mir haben alle Waschbrettbauch, aber ich bin ja schneller. Also damit war ich dann durch. Ne? Also war der einfache Weg, ne? Der Weg des geringsten Widerstands. Und im Endeffekt, das ist das Einzige, was ich in meiner Karriere ein bisschen bereue, dass ich darauf nicht viel früher Wert gelegt habe, weil das tatsächlich ganz, ganz andere Kräfte in mir freigesetzt habe, als ich mal die Pommes durch was Gesundes ersetzt habe. Und das machst du heute auch noch? Also du lebst das heute auch weiter ohne den Sport, ohne den Leistungssport dahinter? Ja, nicht fanatisch. Also wer mich kennt, weiß ja, ich bin fanatisch. Ja. Ich bin ja auch ein Genießer. Also das heißt, ich versuche schon, also ich halte mich schon in Grenzen. Also ich glaube, würde ich mich nicht irgendwo dann doch so ein Stück weit begrenzen. Also einen Ranzen habe ich auch immer. Also ich habe keinen Waschbrettbauch mehr. Das wäre zu aufwendig, weil dann würde ich genau auf viele meiner emotional mir wichtigen Themen, wie schön essen gehen oder sowas, weil das ist tatsächlich eine Sache, damit kompensiere ich tatsächlich viel. Also ich liebe Essen, ich liebe auch schöne Getränke, also ein schönes Glas Wein oder sowas. Ja, also das mag ich auch. Also das heißt, ich bin, was das angeht, ja auch ein Genussmensch und das muss auch so bleiben. Also deswegen muss das so in Maßen halten, aber so ein Asket werde ich nie. Dann, okay. Das muss aber auch nicht sein. Marc, das ist, wie gesagt, wir könnten noch eine Stunde länger reden. Das ist super interessant. Ich habe so viele Fragen noch. Wir müssen mal so ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde. Das ist super schnell rumgegangen. Der Wahnsinn. Ich verstehe es auch selber gerade gar nicht. Ich gucke nur hier auf die Uhr, die parallel mitläuft. Also es gibt wirklich noch ganz viele Fragen. Trotzdem vielleicht nochmal dieses Thema, wenn du heute jemanden treffen würdest, der sagt, ich möchte nochmal Medizin studieren oder ich möchte in die Medizin gehen. Was würdest du dem als Tipp mit auf den Weg geben heute? Gibt es da irgendwas? Als erfahrener Mediziner, Sportler, Leistungssportler und Unternehmer vielleicht? Ja, es ist ein Twitter-Ding, weil die Menschen, also die Ärzte, die das, die Medizin zu unternehmerisch sehen, die mag ich ja auch nicht unbedingt. Ne? Also wenn man dann im Endeffekt in der Niederlassung das, die Medizin rein unternehmerisch sieht, dann geht das immer am Patienten auch ein bisschen vorbei. Wie gesagt, ich finde nach wie vor die Medizin den schönsten Beruf, den es gibt und man sollte da auf sein Herzen hören. Ne? Ich meine, ist ja die Zeit ist ja vorbei, wo du sagst, ich werde jetzt Multimillionär, also werde ich Arzt. Also das gibt es ja schon nicht mehr. Das heißt, wer das macht, sollte dieses Interesse, was er hat, auch aus diesem Grund machen. Ich hoffe, dass sich viele Bedingungen für die Ärzte verbessern, gerade in Deutschland auch. Ich finde die nicht optimal. Ich finde den Beruf nicht so dargestellt, wie er eigentlich ist. Also wenn man dann, war für mich zum Beispiel, da muss ich leider nochmal abweichen, war für mich sehr erschreckend, als ich von der Medizin dann ins Unternehmen gewechselt bin quasi und dann ja auch mit anderen Unternehmen und auch den Gehaltsstrukturen da zu tun bekommen habe, da ist mir schwindelig geworden. Ne? Und dann ist die Wertigkeit des normalen Arztes im Krankenhaus ist nicht da. Punkt. Also ganz traurig, muss man wirklich sagen. Also da sind wir in Deutschland doch weit hinterher. Ne? Ich meine, da hat ja die Politik mit viel zu verschulden und das geht gar nicht. Aber ich glaube, Medizin muss man machen aus dem Herzen raus, wenn man es wirklich machen will. Es geht nicht nur darum, irgendwo Menschen zu helfen, sondern das Themengebiet allgemein ist ja so umfassend, dass sich auch jeder wiederfindet. Und es ist eine Sache, der man sich dann voll widmen muss. Ne? Also deswegen ist ja auch die Entscheidung dann bei mir, wo ich mich zu einer Sache entschieden habe, weil ich glaube, Medizin halb machen ist auch nichts Richtiges und ich kann es nur jedem anraten zu tun. Okay. Deshalb auch ganz, ganz spannend, weil ich glaube, es gibt ja viele Dinge, die gerade dieses Thema Arzt-Patienten-Verhältnis, wie du es auch gerade sagst, also sich kümmern, mit dem Patienten dann hinsetzen, tatsächlich Zeit für den Patienten haben, vielleicht in einem System, was wir im Augenblick haben, in einem gesetzlichen System, so nicht mehr weiter funktioniert. Also ich selbst bin der Überzeugung, dass in 10, 15 Jahren ein ganz anderes System geben wird und geben muss. Vielleicht hilft uns so ein bisschen das Thema Digitalisierung, also nicht im Negativen, sondern eher im Positiven, dass viele Dinge systematisiert, digitalisiert werden können und dann der Kontakt zum Patienten länger dauert, intensiver wird und sich mehr Zeit für den Patienten nimmt, weil einige Dinge vorher eben über Systeme und digitale Medien abgefangen werden können. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Das sind die Fragen, die ich versuche zum Schluss immer zu stellen. Die Zukunft der Medizin, aus deiner Sicht in den nächsten 5 Jahren, wo geht's hin?
mit der Medizin in Deutschland? Fokussieren wir Medizin in Deutschland? Ach, hätte ich ja vorher mal ein bisschen drüber nachdenken müssen, ne? Ganz spontan ist immer am besten. Ja. Spontan ist am besten. Ja, wo geht's hin? Ja, wird professioneller, wird digitaler, definitiv. Mhm. Ich denke auch ein bisschen schneller, hier und da auch ein bisschen unpersönlicher, aber gleichzeitig sehe ich da auch Chancen. Ja, so. Okay. Du hast gerade schon im Grunde beantwortet, du hast gesagt, oder ich stelle dir trotzdem die Frage, würdest du heute gerne etwas anders machen in deinem Leben? Was ändern? Würde ich gerne was anders machen. Nö, also eigentlich, ich würde es jetzt, also wenn das genauso verläuft, würde ich es genauso machen irgendwo. Also ein bisschen was optimieren würde ich schon, aber im Groben würde ich es so lassen, im Feinen, also wie jetzt das Thema Ernährung, was gerade mhm. zum Beispiel, würde ich es optimieren. Ja. Aber es sind nur Feinheiten, den Rest würde ich so lassen. Ja. Gibt es irgendein Buch oder irgendeinen Film, der dich besonders inspiriert, mitgerissen, motiviert, erreicht hat, wo du sagst, das ist auf jeden Fall lesenswert, unabhängig Medizin oder ganz allgemein? Ja, ich weiß den Titel jetzt nicht mehr, aber das ist jetzt, also wenn du sagst, ein Buch, was mich wirklich erreicht hat, also das ist auch wieder eine kleine Geschichte zu heißen. Gerne. Aber eine kleine Geschichte zu, ist tatsächlich kein Buch über irgendein, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Mann, ist ein englisches Buch und es geht über Markenbildung. Ja. Das Lustige ist, das habe ich vom Neven Subotic bekommen. Und okay. Neven Subotic ist ja eigentlich im richtigen Leben Fußballer. Also ja. Und dann hat eine Freundin von ihm, die haben wir dann, weil die Designerin ist und auch für uns was gemacht hat, hat die gesagt, ja, der Neven, wenn der Neven 1 Euro einnimmt, dann gibt er 2 Euro in sein Projekt und auch seine ganzen anderen Sachen der Stiftung zahlt er privat. Sag ich, kann ja gar nicht glauben. Will ich sehen. So, dann habe ich mich mit ihm getroffen und dann ist es tatsächlich so. Und dann unterhalte ich mich mit Neven und der ist sehr, sehr vielschichtig. Also er ist nicht das, was ich mir unter einem durchschnittlichen Fußballer meinetwegen vorstelle, obwohl sich da auch sehr viel wandelt. Also ich meine, sieht man jetzt bei der WM, bei einigen Interviews, gibt es da auch mittlerweile echte Intelligenz. Und und Neven ist halt so einer, der sehr, sehr reflektiert ist. Man kommt ja um die Ecke, auf einmal haben wir über Marken geredet, weil wir auch über Amtssportlern gesprochen haben, wie kommen wir auf den Namen und so weiter. Und dann sage ich, Neven, für was interessierst du dich alles? Da sagt er, ja, ich habe doch ein spannendes Buch, das schicke ich dir zu, über Markenbildung. Und ich weiß jetzt nicht, wie es heißt leider, aber total faszinierender Klopper, so ein Ding, so richtig, schickt er mir zu in Englisch. Und ich weiß noch, das war total faszinierend. Das Buch ist sehr interessant, also wirklich spannend, auch wie was Menschen bewegt, wie man Marken kreieren kann, warum eine Marke sein und so weiter. Also das ganze Psychologische dahinter auch. Und ich weiß noch, da habe ich Neven angerufen und habe gesagt, Neven, du bist Fußballer, was beschäftigst du dich damit? Ja. Aber das wäre jetzt ein Buch, was mir jetzt direkt so eingefallen ist in diesem Zusammenhang, was ich sehr faszinierend fand. Wir werden da sowieso ein paar Verlinkungen machen, also unten in die Shownotes neben deiner Story nochmal auch die Verlinkung auf deine Homepage, auf deine Internetseite und vielleicht kann mir du oder deine Mitarbeiterin hinterher nochmal die Sachen schicken, dann verlinken wir das mal mit. Ich immer sehr dankbar für so einen schönen Tipp. Und ganz zum Schluss, nicht ganz uneigennützig, fragen wir immer, wen würdest du uns für diesen Podcast empfehlen? Aus dem Bereich Medizin sehr gerne, aber auch vielleicht jemand anders, der noch zu dem Thema interessant ist und den wir mal einladen dürfen. Oh, da müsste ich überlegen, das kann ich jetzt spontan nicht, aber das würde ich... Ja, auch das können wir ja so machen, dass wir es einfach vielleicht verlinken. Ja, nochmal mit verlinken und später mit reinnehmen. Marc, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind bei über 50 Minuten. Das ist, glaube ich, das längste Interview, was ich bis jetzt geführt habe, ist so schnell vorbeigegangen. Ich habe noch ganz viele Fragen gestellt, vielleicht klären wir die mal irgendwann im zweiten Podcast oder sonst wann. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast ganz viel zu tun. Wahrscheinlich jetzt gerade auch zum aktuellen Thema Fußball-Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob deine Vereine, mit denen du zusammenarbeitest, wahrscheinlich auch immer wieder auf dich zukommen. Also danke für deine Zeit und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir bitten immer noch mal zum Schluss um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir erfahren, ob wir besser werden können. Also ruhig bewerten, reinschreiben, was Sie hören, was Sie sehen wollen. Und für diese Bewertung vielen Dank vorab. Und denn nur so ist immer wichtig, dass wir auch so interessante Gäste wie Dr. Marc Warnecke in den Podcast bekommen und uns diese persönlichen Erfolgsgeschichten anhören können. Also machen Sie es gut, vielen Dank, bleiben Sie aktiv, unternehmen Sie was und Marc nochmal herzlichen Dank. Tschüss. Gerne.